Also, erstens, mein Zeigefinger ist seitdem sensationell gut trainiert, weil vorher habe ich Computer so gut wie nicht benutzt. Und jetzt jeden Tag mit der Maus irgendwo auf Facebook oder YouTube oder sonst irgendwas. Zweitens, ich verwende einen Computer, seitdem es Internet gibt. Nicht mehr nur als Schreibmaschine, sondern auch als Freizeitvergnügen. Drittens, ich habe mich von Facebook fangen lassen und habe mich Gott sei Dank wieder befreit. Viertens, ich habe mir dank Internet Paranoia aufgerissen, was meinen Datenschutz betrifft. Und fünftens, ja, noch habe ich keine eckigen Augen. Naja, das Internet ist sozusagen schon so ein Fixpoint, also täglicher, ist integriert in den täglichen Ablauf. Was praktisch ist, dass man alles schriftlich hat. Das ist aber genau auch der Nachteil, dass meines Wissens, also einfach jeder, der ein bisschen geschickt ist und der sich dafür interessiert, auch sämtliche Kontonummern, alles, was er will, durchs Internet nachlesen kann. Das ist der Nachteil. Definitiv, die Kommunikation hat sich geändert. Vor allem, ich komme aus Amerika und ich rede oft über Skype oder über E-Mail mit meiner Familie drüben und ohne das wäre sehr mühsam. Na, durch das Internet bin ich mit internationalen Freundschaften und quasi Bekannten in Kontakt und ich benutze es einfach als Wörterbuch, als Lexikon oder als Nachschlagewerk. Wenn ich nach Wien gezogen bin, habe ich alles auf dem Internet untersuchen können. So, und im Moment suche ich einen Job und dann, ja, ich mache immer alles auf dem Internet. Internet ist für mich eine wichtige Informationsquelle. Also, wenn ich irgendwelche Themenfragen habe, nutze ich das als Lexikon praktisch. Es ist einiges leichter geworden, zum Beispiel wenn man irgendwas sucht, man hat Google Maps am Handy. Wenn man Freunde kontaktieren will, das kann man per Handy, braucht man auch nicht mehr anrufen. Jeder ist erreichbar. Ja, es ist eigentlich alles leichter geworden. Das einzige Problem ist eben, dass die Leute zu kurz kommen mit der Konversation. In gewisser Weise ist es sehr viel leichter geworden, weil man, also ich beruflich zum Beispiel meine Manuskripte nicht mehr per Post verschicken muss oder faxen muss, sondern per Internet, also per Mail. Die Recherche kann ich sehr viel übers Internet erfahren. Man kann, was natürlich das Negative dabei ist, dass man von einer Flut von Informationen überrannt wird. Also die Mailbox wächst über von völlig unsinnigen Mails, die man bekommt, die man nie liest. Das kostet nur Zeit, das wieder zu löschen. Manchmal geht dann auch eine wichtige Mail verloren. Das ist das eine. Und das andere ist halt der leichtere Informationszugang. Und das Dritte ist, also was man aus China, und nicht aus China, aber aus Japan hört, dass junge Leute, was weiß ich, 24 Stunden vom Internet verbringen, das ist natürlich schlecht. Aber andererseits höre ich von meinen Neffen und Nichten, dass sie sich im Internet halt ihre Facebook-Kollegen und so verabreden. Und also die Kommunikation, die persönliche Kommunikation, die hat sich verlagert ins Internet.